Ja, ich habe diese Scheißflöße, die ganze Kacke hier. Wasserstein, ich habe sowieso eine Wasserphobie. Das kotzt mich alles an. Hier nicht nur besonders gelernt, sondern kann die Aphrodite sein. Ich habe ein Scheißkind, Junge, Gellius. Der ist doch auch nicht so ein Arsch. Ach, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir weg hier. Auch nicht schon wieder die nervige Glocke. Herzlich willkommen zum nächsten Part von Wir sterben am Stück. Die neue RTL-Serie. Mit wahrscheinlich Inka Bause. Heute sehen wir die schönsten Leute, wie sie auf unmöglichen Möglichkeiten abkrepeln. Und dann gibt's nachher ein Telefonvoting, was euch am besten gefällt. Da ist doch bestimmt auch eine Dame. Natürlich. So, soll man das riskieren? Ach komm. Wäre der Gefahr nicht, ne? Ja, es ist so lustig. Es ist so lustig. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, wie unglaublich lustig das ist. So. Boah. Ich finde auch schön geballt, dass man hier auch förmlich total Chancen hat. Was ist denn da drin? Achso, klar, da ist... das war toll. Kann ich das mit Unsichtbarkeit? Geht das? Ich glaube, da dürfte ich einen taktischen Vorteil haben. So, den holen wir uns jetzt eben. So. Den eliminieren wir. Speichern. Gehen tot. Ihr kennt die Geschichte, ne? Gehe 2 Meter, sterbe. Das hört sich an wie die alten Sierra Adventures. Benutze etwas. Falsch. Tot. Ah, Bossgegner. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Mach das. Besonders spannend. Wo ist er denn? Ach, okay. Okay. Das ist ja mal interessant. Okay. Dann speichern wir hier nochmal. Das ist ja mal interessant. Aha. Ja, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Vom Prinzip... Ne, ihr wisst, wenn ich vom Prinzip allgemein, ursprünglich, vermutlich spreche, habe ich keine Ahnung, was ich da mache. So, die kann ich aber relativ schnell eliminieren. So. Was war das denn jetzt? Geht der jetzt? Ach, der geht durch den Screen und verschwindet dann wieder. Okay, gut. Ich meine, seine komischen Vasallen, da habe ich genau die richtige Waffe. So, nur wieder aufpassen, nicht in den Hintern und nicht in den Fuß. Das sollte ich jetzt mittlerweile begriffen haben. Boah. Und das war verdammt knapp. So, wo ist er denn? So. Na komm. Da ist rot. Er ist rot. Und ich bin tot. Da gab es doch mal diese unglaublich jetzt mal so, ne, um mal total politisch zu werden, ne, besser tot als rot, und das war jetzt hier umgekehrt. So, wir versuchen es nochmal. Vielleicht wäre eine zentrale Waffe sogar besser gewesen bei dem. Auf jeden Fall schießt er mit seiner... So, das ist eine... Haben die Griechen auch Raketen erfunden? Ich glaube nein, ne? Oder? Gut, Pfeile können sein. Ganz gefährliche Pfeile. Also in Mace of Galdius gibt es den Keramikpfeil. Ob der wirklich in der Wirklichkeit was bringen würde, lassen wir mal hingestellt. Aber er sieht natürlich verdammt schön aus. So. Aber da ist doch schon mal wieder was. Das ist doch mal ein Bossgegner, wo man vielleicht mal, ich will nicht sagen, überlegen muss. Aber dazu ist das Spiel dann doch ein bisschen zu einfach. Aber ist auf jeden Fall nicht ganz so easy wie die anderen. Komm, geh aus dem Screen. Ich mag dich nicht, wenn du unten bist. Bitte geh doch einfach aus dem Screen, mein Freund. So, geh nach unten, geh nach unten, geh nach unten. Schön. Benutze Screen für Abgang. So. Na komm, 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 kann ich ihn da ein bisschen locken? Gut.
Weil seine anderen Vögel, die sind ja nicht so beeindruckend. Ist ja nur eigentlich der Knabe. So, er ist rot. Das hatten wir gerade auch schon. Schön. Uah! Kein Unsinn machen. Kein Unsinn machen. Nichts riskieren. Der wird sogar schneller. Ist das richtig? Ja, das sind so die typischen Bossgegner der 8-Bit-Zeit, ne? Verschiedene Formen, verschiedene Fähigkeiten. Je nachdem, wie man sie getroffen hat, ist natürlich auch nicht realistisch. Weil, ne? Man kann sich das vorstellen. Desto verwundeter ist, desto schneller kann der nicht werden. Wunderbar, wir haben ihn. Finale Stage. So. Bei einer Meinung ist, das erkenne ich wieder. Ja, das ist wohl... Boah, fängt gleich gut an. Also diese komischen Ballen, die finde ich immer noch total super. Also hier kenne ich dieses Albtraummonster. So, das heißt, wir haben es gleich. Boah. Ja. Komm, ich habe euren Oberchef besiegt. Dann nehme ich euch doch gar nicht erst ernst. Sagte er und starb. Ich fürchte nur die Angst selbst. Und wieder war er tot. Bekannte letzte Worte eines Abenteurers. Die Liane kriege ich. So, danke. Ich versuche mal, solange ich das kann, versuche ich mal, nicht mein Schild abzugraden. Also, soweit ich weiß, war... Ja, das war ja gekonnt. Das war ja dämlich. Ja gut, nicht, dass ich in dem ganzen Spiel wahnsinnig pfiffig wäre, aber... Da war er mal wieder richtig extrem dämlich. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr gesehen. Da hat er seinen Fuß geschützt und dann ist er sofort anders draufgegangen. Das ist unglaublich. Sehen Sie heute bei dem No-Skill-Run. No-Skill macht doch eigentlich keinen Sinn für ein Let's Play. Doch. Denn desto mehr Tode, desto lustiger. So, weg, 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 weg mit euch, ihr Arm... Eigentlich so oft, wie man irgendwie auf den Gag kommt, dass hier irgendeiner versucht, einen... ich weiß nicht, vielleicht hatte er einen unglaublichen knackigen Arsch, der Herr Propolon, ich weiß es nicht. Nicht, dass es mich interessieren würde, um das gleich vorwegzunehmen. Aber, mein Gott. Es hat schon ein bisschen was von... was hier abgeht, ein bisschen was von Phallus-Symbolen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Und da ist er schon wieder tot. Das war, glaube ich, jetzt ausnahmsweise mal in die Hüfte. Die mussten wir noch gar nicht schützen. Das war wieder frontal aufs Maul. Also es ist ja nicht so, als würde man nur von einer Ecke sterben, ne? Also das wäre ja langweilig. So, was haben wir da Schönes drin? Ja, toll, Türme. Ich brauche nichts zum Bauen. Das ist in einem anderen Spiel, glaube ich, gefragt. So, und schon wieder sind wir tot. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele Fledermäuse ausgerottet. Ich glaube, ganz Transsilvanien, glaube ich, ist jetzt komplett leer. Und dann steht da der Obervampir und sagt, ah, wo sind meine ganzen Kreaturen der Nacht? Ja, tot. Hab sie doch nur ausgeliehen. Für 400 Euro. Bei dem Herrn Gallius. Ja, blöde Idee, ne? Deswegen Augen auf beim Job, bei der Jobauswahl. So. Speichern.
Schaffen wir das eigentlich an diesem Part? Wir versuchen das mal, dass wir in diesem Part auch noch das Ende sehen. Also, soweit ich weiß, sind die Levels, glaube ich, immer gleich groß. Das kommt hier nur ein bisschen anders vor, weil ich einfach 80.000 Mal sterbe. Nee, ich brauche keine Waffe. Hau ab. So, nochmal wieder ein paar Geister. Die Geister, die ich rief. So, nochmal ein Safe State. Na gut. Also, eigentlich sind das... Eigentlich ist das keine Gefahr. Gut, mit den Viechern ist das schon ein ganz anderer Punkt. So. So. Den haben wir. Und auf Wiedersehen, du Gewitterwolke. Gab's noch mal diesen bekloppten Spot hier mit diesen Wölkchen, ne? Hab ich Fledermäuschen? Hab ich Schüsschen? Ach, hab ich Wölkchen? Wie schön. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ich glaube, der ist heute in der Hölle. Na gut, muss ich doch leider. Komme ich nicht dran vorbei. Boah, ich bin ja. Oh. Jetzt geht's hier aber los. So, speichern. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Aber ihr seht, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich meine, nicht, dass ich hier 80 Mal nicht draufgehen würde. Und wenn einer fragt, nein, das ist nicht so geplant. Genau, ich wollte einfach mal, ich mache jetzt lustige Witze. Ich spack voll ab. Ich sterbe 17 Mal. Macht da total lustige Gags drüber. Nein, mache ich nicht. Hey, sterben ist doch voll cool, Alter. Ja. Genau, es hat sich noch keiner beschwert, oder wie klingt der dumme Witz? So. Na? Na, kommt, kommt, kommt. So, haben wir. Auf Wiedersehen. Was haben wir da Schönes? Gar nichts. Auf Wiedersehen, auch super. Ich könnte jetzt einen dummen Witz machen, ne? Der Herr Busch hat doch immer die Massenvernichtungswaffen gesucht. Hier sind sie. So. Alles ein bisschen eliminieren. So, weg mit euch. Speichern. Unsichtbarkeit. So, mal alles absuchen, was wir hier noch so haben. Blöcke interessieren mich nicht. Na gut, Punkte interessieren mich auch nicht. Haben wir da irgendwas? Nein. Ach du, jetzt kommt wieder. Boah. Fledermaus-Alarm. So. Schön haben wir das gemacht. Vielleicht habe ich ja doch in letzter Zeit doch mal ein bisschen was gelernt. Okay, habe ich nicht, weil... Wer mich kennt, keine Chance, aber... Das ist ein wenig gefährlich. Wie wir daran sehen, dass wir tot sind. Und wie wir gleich nochmal sterben. Multiple Tode. Heute bei Günther Jauch. So, weg, 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 weg. Obwohl hat eher was multiple Todes, eher was für Galileo Mystery, ne? Abdelladama präsentiert multiple Tode. Wir haben mal ein paar YouTube-Videos nachgestellt. Und dabei ist unser halbes Team draufgegangen. Ja, und keiner hat's gemerkt. So. Wir haben es, wir haben es. Wir nähern uns dem Endkampf mit großen Schritten.
So. Ah, speichern. Nicht absterben. Sieht das nach Endkampf aus? Tatsache, da ist der Endgegner. Wir sind durch. Wir sind durch. Schalalalala. So, jetzt machen wir natürlich Jagd auf diese Augen. Ein bisschen Projektile hat ein paar zu viele. Und natürlich die heißgeliebten Gewitterwolken, die man immer braucht. So, erste Auge weg. Scheiße. Aber das schaffen wir noch in einem Part. Das kriegen wir durch. Den hauen wir um. Den machen wir kalt. Also gut, ich gehe mal davon aus, er war jetzt auch nicht wirklich warm, aber wir machen ihn kalt. So, und auf. Oh. Immer schön auf die bekloppten Gewitterwolken achten. Auch mal vielleicht gar nicht schießen. Abtauchen, Wolken weg. So, auf das tolle Schild aufpassen. Wolken abräumen. Aha, der hat... So, kein Schild mehr. Noch zwei Augen, Scheiße! Ja, fair geht anders. Aber den wollen wir doch ohne Safe-Set schaffen. Den Bossgegner. Ah. Ja, vier auf einmal ist natürlich absolut tödlich. Kann ich eigentlich, was passiert eigentlich, wenn ich angreife? Das bringt ein bisschen mehr, ne? Ja, desto schneller er down geht, desto eher muss mich das Schild nicht kümmern. Ah, schön. Aber er behält immer noch seine Schussfrequenz, ne? Jetzt kommen wir doch Mano a Mano. Da ist das Auge schon gelb, da ist das Auge schon rot. Das sieht doch gut aus, mein Freund. Hm? Wächst ihm noch ein Auge? Na gut. Wer kennt das nicht, wenn man sechs Augen verloren hat? Wäre schön, wenn man siebtes hätte. Ach ne, sind ja nur fünf. Die sechs Augen des Albtraummonsters. Nein! Da dachte ich, da kam ich noch durch. Nein, kam ich nicht. So, ich will dich aber plätten. Jetzt waren wir so nah dran, das schaffen wir jetzt auch noch. Da hat der Part eben Überlänge. Nur für euch. So, das war noch schon mal mehr als effektiv. Ah. So. Na komm. Das Einzige ist, das, was nervt, sind diese bekloppten Wolken, wenn man sie an einen falschen Punkt trifft. Das wollen wir nicht haben. So. Langsam steigt die Aggression ins Unermessliche. Komm. Ich hau dich weg. Ich tu das für Aphrodite, für das Kind, für Fans des ersten FC Kaiserslautern. Ach, der hat mich auch erwischt. Auch mit dem Fuß? Irgendwann seht ihr mich, glaube ich, dass ich total nervlich gestört bin, wenn ich irgendwo nur das Wort Fuß höre.
Ah. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich will aber nicht unbedingt safe stehen. Aber andererseits ist das Blödsinn. Ihr habt das eigentlich schon bis zum Schluss gesehen. Also das können wir uns eigentlich auch mal gönnen. Das gönnen wir uns jetzt auch mal einfach. Es ist zwar kein tolles Gameplay, aber ich will es beenden. Ihr wollt das Ende sehen. Ich will das Ende sehen. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich kommt die nächste Phase. So. Weg mit der Wolke. So. Das letzte Auge. Speichern. Ah, unglaublich. Der Fuß des Todes. Das ist nicht das Auge des Tigers. Das ist der Fuß des Todes. So, haben's gleich. Oh, das ist knallrot, das Auge. Ist klar, wenn man öfter drauf zielt, ist klar, dass es knallrot wird. So, komm. Noch ein Treffer. Noch ein. Wie lange hältst du denn noch aus? Hat die Wolke ihn gerettet? Nochmal gerettet? So, jetzt wird's aber spannend. Boah. Das Auge hält immer eine Menge aus. So, das gibt's ja gar nicht. Nochmal. Haha, jetzt wird's aber echt spannend. So, speichern. Was hat der denn da? Er hält eine Menge aus. Damen, yes! Das war's. Gibt's überhaupt einen Abspann bei diesem Game? Du hast alle Dämonen besiegt. Oh. Da ist sie. Die 8-Bit-Aphrodite, die in Maze of Galleys bisschen besser. Liebe ist für immer. Oder für die Ewigkeit. Toll. So. Das war Nightmare. Der erste Teil von Maze of Galleys. Oder beziehungsweise der erste Teil der bekannten Trilogie, zu der auch Maze of Galleys gehört. Ihr habt jetzt Nightmare gesehen in diesen Parts. Im nächsten Teil starten wir dann mit Maze of Galleys. Das, was ihr alle wollt. Das, was wir alle tun sollen. Und ich sterbe schon wieder. Aber jetzt ist mir auch egal. Jetzt bin ich durch. Bin der Held. Ich habe alles geschafft. Hab einem sechsäugigen Dämon ins Auge geguckt. Ja, in mehrere davon. Das war also Nightmare. Ein wirklicher Klassiker. Ein sehr gutes Game, das auch wirklich auf schon mehrfach remaked wurde, und wenn einer irgendwie den Sound wieder hört, ja, auch der Sound wurde mehrfach remixed. Das heißt, das ist ein altbekannter Titel, den man kennen muss und der sozusagen wirklich die Vorstufe von Maze of Galleys ist. Also, wir haben Aphrodite gerettet und ich glaube, das war auch so, ne? Wir haben Aphrodite nur gerettet und genau, in Maze of Galleys musst du das Kind der beiden retten. Und da spielen wir mit beiden und wundert euch, das Gameplay ist ein wenig total anders. Aber das seht ihr im nächsten Part. La 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 la. Schön mit Ö.